Herzlich willkommen zur Pressekonferenz am Sonntagmorgen für das Spiel am Montagabend um 20.30 Uhr beim FC Bayern München. Wahrscheinlich auch bei kalten Temperaturen, so wie gerade hier im Presseraum. Und ich begrüße unseren Trainer Uwe Neuhaus. Uwe, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist und auch all die, die früh aufgestanden sind, um bei der PK dabei zu sein, euch ein herzliches Willkommen. Und die Liste der Verletzten ist sehr kurz, nämlich da stehen 0 Spieler drauf. Alle sind fit, das heißt für einen Trainer die Qual der Wahl. Und jetzt ist Zeit für eure Fragen und ich bitte um ein virtuelles Handzeichen. Jens Brinkmeier für das Westfalenbad fängt an. Ja, guten Morgen nochmal in die Runde. Morgen, Herr Neuhaus. Die Bayern sagen selber, sie sind im Moment ziemlich am Limit, haben viele Spiele, reisen quer durch die Welt, haben einige Ausfälle zu beklagen. Wie schätzen Sie die Chancen ein, morgen in München tatsächlich was zu holen? Dass sie natürlich im Moment sehr viele Spiele haben, die Clubweltmeisterschaft noch obendrauf, weiß jeder und jeder wird auch wahrscheinlich sagen, wenn nicht jetzt, wann dann? Mit den Spielen, mit der Reise, die klimatischen Unterschiede, Corona-Ausfall, verletzte Spieler. Ich sage, ist egal, wer bei Bayern spielt. Natürlich macht ein Thomas Müller, ein Gnabry dann nochmal vielleicht 1-2 Prozentpunkte aus im Vergleich zu den anderen. Und trotzdem sind sie immer, ist egal, wie sie auflaufen, top besetzt. Und die Außenseiterrolle ist klar verteilt und das ist eigentlich so wie immer, wenn man gegen Bayern spielt, dass man sicherlich eine Chance hat, die mit allen Mitteln versuchen muss, dann auch zu ergreifen. Ob die Chancen jetzt nach dem Trip größer sind oder nicht, ist müßig drüber zu reden, das werden wir morgen Abend sehen. So. Gerne darf jemand noch die Hand heben. Dann nochmal Jens Brinkmeier, bitte. Ja, wenn keiner will. Wie sind denn Ihre Gedanken hinsichtlich des Spielsystems? 2 Sechser haben Sie ja öfter schon eingesetzt, wenn es gegen die absoluten Top-Teams ging. Ist das morgen eventuell auch wieder geplant? Und wie sieht es mit den beiden jungs verpflichteten Neuzugängen aus? Werden die zumindest im Kader stehen, sind sie beide Kandidaten für die Startelf? Beide sind definitiv im Kader. 2 Sechser ist auch möglich. Na klar, Fakt ist, dass wir den Bayern nicht so viele Räume geben dürfen. Na, die werden konsequent und mit exzellenter Passqualität und Läufen auch besetzt und bespielt. Das wird Teil der Aufgabe sein. Man kann es unterschiedlich angehen. Natürlich defensiv kompakt und gut stehen, gut organisiert sein. Gerade dann auch die Flügelspieler, die mit sehr viel Tempo bestechen, jedes 1 gegen 1 sicherlich auflösen können. Wahrscheinlich so gut wie keine andere Mannschaft. Da geht es vielleicht auch darum zu doppeln, wann immer es möglich ist, um die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, dass man da in den Ballgewinn kommt und durch schnelles Umschalten dann nach vorne zum Erfolg kommt. Vielleicht ist es auch, ich denke mal an das Pokalspiel Kiel, wenn man da die Aufholjagd dann von Kiel gesehen hat, in welcher Art und Weise, dann gerade mit der Belastung der letzten Tage im Kopf, teilweise zumindest möglich, Bayern auch versuchen, früh anzulaufen, dass man das über 90 Minuten nicht schafft, denke ich mal, dürfte jedem klar sein. Aber so die richtigen Situationen rauszupicken, könnte auch Bestandteil des Plans sein. Die nächste Frage kommt von Sascha Baczynski für Sky. So, ja, guten Morgen. Herr Neuhaus, inwiefern war denn in dieser Woche überhaupt vernünftiges Training möglich? Wir hatten mit Andreas Vogelsammer unter der Woche gesprochen, der meinte, als gebürtiger Bayer habe er selbst sowas noch nicht erlebt oder selten erlebt, dass so viel Schnee liegt und wirklich so eine Eisfläche und so schwierig es ist zu trainieren. Inwiefern konnten Sie da überhaupt vernünftig arbeiten mit der Mannschaft? Ja, Anfang der Woche war es sicherlich eingeschränkt. Da haben wir Einheiten im Kraftraum gemacht, sind draußen auf dem Kunstrasen, haben wir auch eine Athletikeinheit gemacht.
ab Freitag konnten wir ganz normal trainieren, haben unsere Trainingseinheiten. Deswegen auch der frühere Termin jetzt zur PK muss man dann in die Mittagsstunden verlegen, damit der Hybridplatz mit Rasenheizung dann auch seine Wirkung erzielt hat, der Rasen gut trainierbar war. Das hatten wir jetzt die letzten beiden Tage, wir werden gleich auch noch trainieren. Also 3 Tage als Vorbereitung plus Athletik, denke ich, ist kein Problem. Daran wird es nicht liegen. Die nächste Frage, Mareike Zeck für den WDR. Ja, guten Morgen. Dieses Mal ist Arminia ja am Montag dran, das heißt, Sie können sich die anderen Spiele in Ruhe angucken. Wie schätzen Sie denn das ein, was die Konkurrenz im Abstiegskampf gerade macht und wie intensiv verfolgen Sie das an so einem Wochenende? Dass ich daran interessiert bin, nimmt mir, glaube ich, jeder ab. Habe natürlich dann auch die Spiele verfolgt. Ist eigentlich so wie in der Hinrunde auch, da haben die Mannschaften, die um uns herum platziert sind, immer wieder auch gegen Top-Mannschaften dann auch punkten können. So ist es gestern auch passiert. Wir haben immer gesagt, wir müssen zusehen, dass wir unsere Spiele so angehen, dass wir unsere Punkte holen, die möglich sind. Dann wird man am Ende sehen, was bei rauskommt. Und wir haben ja auch schon jetzt vor den nächsten schweren Wochen haben wir gesagt, dass wir auch gerade gegen die Top-Teams auch irgendwas mitnehmen müssen. Und das ist morgen der Fall, das fängt in Bayern an, dann geht es über Wolfsburg etc. Und dann werden wir nach den Wochen sehen, ob wir es wirklich gepackt haben. Die nächste Frage hat Jens Brinkmeier, bitte. Ja, Herr Neuhaus, Fabian Klos und Sie verbindet einiges, oder Sie haben eine sehr innige oder gute Verbindung, würde ich jetzt mal sagen. Der Fabian Klos hat im Westfalenblatt-Interview gesagt, dass er auf jeden Fall im Sommer noch weiterspielen möchte und das am liebsten natürlich bei seinem Herzensverein Arminia. Wenn Sie alleine die Entscheidung treffen würden, wie würde sie aussehen bei Fabian Klos mit dem Vertrag? Ja, dann würden wir wahrscheinlich weiter zusammenarbeiten. Wenn ich dann kurz nachfragen darf, können Sie kurz nochmal skizzieren, das haben Sie wahrscheinlich auch, haben Sie ja schon oft gemacht, aber was macht ihn so wertvoll, auch jetzt, wo er in Anführungsstrichen bisher erst oder nur 3 Tore erzielt hat? Ja, ich glaube, dass er nach wie vor unser torgefährlichster Stürmer ist. Wenn man jetzt die Saison mal Revue passieren lässt, dann war es sicherlich so, und Fabi hat es auch in einigen seiner Kommentare auch gesagt, dass er nicht gedacht hätte, dass der Unterschied zweite, erste Liga so groß ist. Das hat er schon nach dem Auftaktspiel in Frankfurt gesagt, als er gegen Hasebe gespielt hat, wie schlau, wie clever er ist und dass schon eine große Qualität da auf uns zukommt in dieser Saison. Dann hat er schon in den, ich sag mal, Spieltagen 3, 4 bis 7, 8, 9 nicht seine besten Leistungen gebracht. Ich glaube, das brauchte er genauso wie die anderen Spieler auch, um zu adaptieren. Ich finde aber, dass er im Laufe der Saison seine Leistung verbessert hat, stabilisiert hat, vor allen Dingen mehr Präsenz, gerade auch in den körperlichen Duellen hat, oben in der Luft, und eigentlich immer Zielspieler, Anspielstation für uns war, wo er den Ball festgemacht hat, abgelegt hat, verlängert hat. Also von daher glaube ich schon, dass er auch jetzt die Zeit der Anpassung genutzt hat, um sich zu stabilisieren. Und jetzt müssen wir gucken, dass wir es in den nächsten Spielen dann auch in Tore und Erfolge und Punkte ummünzen können. Die nächste Frage hat Tim Linnenbrügger für Radio Bielefeld. Hallo Herr Neuhaus, wie schwierig ist es denn, den Spagat zu schaffen, einerseits beim Club-Weltmeister anzutreten, das natürlich auch genießen zu können in der Allianz Arena und dann andererseits trotzdem befreit aufzuspielen ohne Respekt und nicht zu viele Selfies vorher in der Allianz Arena zu machen? Und Anschlussfrage, immer wenn Arminia in München punkten konnte bislang, was äußerst selten der Fall war, gab es am Saisonende den Gang eine Liga tiefer? Wie abergläubisch sind Sie oder wie optimistisch, diese Serie in welcher Hinsicht auch immer brechen zu können? die Statistiken, die ändern sich ja auch mal und jede Serie wird ja auch mal gebrochen. Am liebsten wären wir natürlich
wenn wir in Bayern gewinnen würden und dann in der Liga bleiben, das ist ja klar. Na, Respekt, klar, dieses Thema hatten wir auch in der Hinserie. Das gehört auch zum Thema sich anpassen, sich verbessern, aus Fehlern lernen, aus den ganzen Spielen, die wir jetzt schon hinter uns haben, dann auch zu lernen. Das wird man sehen, wie groß der Respekt ist, ob wir einen Schritt weiter sind, ob wir das aus den Köpfen bekommen. Ich habe es heute auch gelesen. Das Erste, was mir am Donnerstagabend dann eingefallen ist, als Bayern es geschafft hat, war auch Weltpokalsieger, Besieger. Das T-Shirt, was ich da bei St. Pauli noch in Erinnerung habe, das ist natürlich irgendwo ein kleines bisschen Mutmacher, nie aufzustecken, daran zu glauben, das Spiel und der Spielverlauf wird zeigen, wie lange das auch haltbar ist. Aber dass man Bayern schlagen kann oder einen Punkt mitnehmen kann, das weiß jeder, das umzusetzen, das in jeder Sekunde des Spiels dann auch zu leben, auf dem Platz auszuleben, ja, darauf wird es ankommen. Dann kommt die nächste Frage von Holger Schmidt für die dpa. Ja, hallo Herr Neuhaus. Das, was Sie eben über Herrn Klos gesagt haben, über Fabian Klos, das kann man ja so ein bisschen über die ganze Mannschaft sagen. Zeit gebraucht zu adaptieren und das fiel genau in diese 7 Spiele gegen die starken Gegner. Sie haben eben gesagt, wir werden sehen, ob die Mannschaft jetzt schon weiter ist. Was gibt Ihnen denn Hoffnung, dass die Mannschaft in den nächsten 7 Spielen deutlich besser abschneidet als in denen der Hinrunde? Ja, die Art und Weise, wie die Mannschaft nach wie vor zusammenhält, ist natürlich ein wichtiger Punkt. Nach so einer langen Negativserie dann auch so stark oder auch gestärkt und mit vielen Erfahrungen gerüstet, dann auch noch so viele Punkte zu holen, das gelingt auch nicht jedem. Normalerweise fällt man dann, wenn man 7 Spiele hintereinander verloren hat, dann schon in ein großes Loch. Das konnte die Mannschaft verhindern. Das ist immer ein Trumpf, den wir haben, dass die Mannschaft absolut intakt ist. Wir haben jetzt auch in der Winterpause nochmal nachlegen können, haben 2 Neuzugänge dazu geholt. Ich glaube, dass sie gut in unsere Mannschaft reinpassen, unsere Mannschaft auch verstärken und ihr weiterhelfen können. Ich glaube, das sind schon einige Punkte, die jetzt nicht dazu veranlassen, total pessimistisch in die nächsten Monate zu schauen. Dann geht es weiter mit Jan Ahlers für die Neue Westfälische. Ja, Herr Neuhaus, nach dem ersten Spiel des Jahres hatten Sie ja nach dem Gladbach-Spiel gesagt, Sie mussten nochmal die defensiven Abläufe sozusagen neu aktivieren. War das jetzt nach den 8 Gegentoren in den vergangenen beiden Spielen nochmal der Fall, dass Sie das in den 2 Wochen gemacht haben? Und was kann man in puncto Abwehrverhalten vielleicht auch aus dem Hinspiel gegen die Bayern dafür Lehren ziehen? Ja, Defensive oder Abwehrverhalten ist natürlich grundsätzlich ein Thema, was man ganzjährig immer wieder auch auffrischen muss. Wir haben jetzt nicht so sehr viel die Systeme verändert und haben unterschiedlich von Woche zu Woche gespielt. Von daher sind die Basics schon da, muss man immer wieder verfestigen, Abläufe auch immer wieder reinbekommen. Ja, 8 Gegentore waren natürlich schon deutlich zu viel. Ja, wir haben in Köln das Spiel, da habe ich noch gut in Erinnerung, wo wir einfach in den entscheidenden Momenten die falschen Entscheidungen getroffen haben. Frankfurt, das zeigen jetzt die ganzen letzten Wochen in einer Top-Verfassung, haben dann auch nicht aus jeder Chance ein Tor gemacht, aber haben uns immer wieder auch kalt erwischen können. Einfach eine Top-Mannschaft. Aus den Fehlern des Hinspiels, ja, kann man sicherlich was rausziehen, das, was ich vorhin gesagt habe. Die 1-gegen-1-Duelle sicherlich versuchen, dann so herzustellen, dass ich vielleicht 2-gegen-1 in Überzahl, dass man sagt, konzentriere dich nur auf Außen, mach innen bin ich. Dass man läuferisch einige Dinge auffängt. Dann auch die Phasen, wo Bayern anscheinend relativ ruhig aufbaut, mit einem Pass durch die Schnittstellen, dann aber das Tempo brutal anziehen kann. Tief-Klatsch-Kombination, da werden wir sicherlich ein Augenmerk drauf legen. Jan, gerne noch eine Anschlussfrage? Ja, ich würde im Anschluss gerne fragen, glauben Sie, dass der FC Bayern so seinen Stil in dieser Saison mit auch einer hochverteidigenden Abwehrreihe auch gegen Sie fortführen wird und ergeben sich daraus dann vielleicht auch Möglichkeiten, diese immer mal wieder etwas leicht anfällig wirkende Bayern-Defensive in dieser Saison vielleicht dann zu knacken?
Ja, ich glaube nicht, dass sie ausgerechnet gegen uns anfangen, jetzt tiefer zu stehen. Das ist die Spielweise, das ist das, was die Mannschaft richtig, richtig gut macht. Gerade auch nach verlorenem Ball ins Gegenpressing zu gehen. Natürlich eröffnen sich da Räume, haben aber auch hinten sehr viele schnelle Spieler, die das durch Tempo ausgleichen können, durch ein gutes Stellungsspiel. Ich glaube nicht, dass sie was am System verändern werden und an der Art und Weise, wie sie spielen. Ist egal, wie müde sie sein sollten oder wer aufläuft. Daran wird sie nichts verändern. Vielleicht können wir den einen oder anderen Konter dann auch für uns nutzen. So, hat noch jemand eine Frage? Dann bitte ich noch um ein virtuelles Handzeichen. Jens Brinkmeyers Hand schießt noch mal in die Höhe. Ja, die schießt noch mal in die Höhe. Herr Neuhaus, Sie reisen ja mit dem Flugzeug nach München und auch zurück. Ist denn da alles geklärt aus Ihrer Sicht, dass es auch nach Mitternacht noch Start und Landung geben kann? Ich denke schon, ja. Also von den Behörden haben wir grünes Licht bekommen, da dürfte eigentlich nichts passieren. Wunderbar, dann können wir abheben Richtung München, hoffentlich einen kleinen Höhenflug da starten, mit einem guten Ergebnis zurückfliegen. Das wünschen wir unserer Mannschaft, das wünschen wir unserem Trainer Uwe Neuhaus. Uwe, vielen Dank, dass du da warst. Viel Spaß gleich beim Training, damit der Platz auch gut trainierbar ist. Euch allen danke, dass ihr so früh am Sonntagmorgen dabei wart. Bleibt gesund, dann sehen wir uns bald wieder, auch hier in der Schuko Arena. Bis dahin noch ein schönes Restwochenende. Auf Wiedersehen.